Servus und herzlich willkommen bei MG Barbecue. Ihr habt ein Hobby, wahrscheinlich wie du auch. Drum gibt's jetzt Meider die Hobby. Was wir für Zutaten brauchen, die stehen auf dem Tisch, sind gar nicht so viel. Wichtig, hinten im Dutch Oven schon auf die Kohlen. Hier sind Nudeln auf dem Induktion, haben wir schon fertig gemacht. Die warten, bis wir sie benutzen dürfen. Und jetzt fangen wir mit den Zutaten an. Wer das komplette Rezept aber nochmal nachlesen will, geht auf mgbarbecue.de, wird hier eingeblendet, könnt ihr drauf gehen. Und wenn ihr dann gerade eh schon dabei seid, dann geht ihr nur auf Instagram vorbei, könnt ihr uns folgen. Wäre ganz cool, wenn ihr Bock habt. Und wenn ihr das auch noch gemacht habt und ihr gerade eh schon am Abonnieren seid, wie blöd, abonniert doch unseren Kanal. Macht er uns glücklich, ihr könnt uns angucken und kriegt geile Gerichte. So sieht's aus. Aber jetzt Zutaten, ne? Machen wir. Hier haben wir circa 4 Esslöffel Ketchup. Wenn ihr das so sieht, sieht es fast mehr aus, aber ist so. Dann haben wir hier 2 Esslöffel Mayo, 2 Teelöffel Senf, 1,5 Teelöffel Kackwurst, Tomatenmark, bisschen Salz, Pfeffer. Hier haben wir Gewürzgurken, ein bisschen die größeren, haben wir ca. 6-7 Stück. Einfach, wie ihr seht, in schönen Scheiben geschnitten. 6 Wiener, Säuderwischt, wie nennt man die bei euch? Wiener. Ah, auch Wiener. Heißen die Wiener? Einfach Wiener. Also Wiener oder Säuderwisch, könnt ihr raussuchen. Auch unser Streifen. Rüschzwiebeln, ganz normal, die fertigen haben wir da gekauft. Dann ein Sieb, ein Löffel und das war's. Dutch Oven, kommt jetzt ein bisschen Öl rein. Lassen wir das kurz warm werden, weil wir müssen jetzt erstmal braten. Zack. Zack, bumm, puff. Oh Mann, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht, warum ich das immer mache. Das ist, wenn wir den einfach in Mitte stellen, dann wäre das auch gut. Guck. Das ist ja Wahnsinn. Das ist irre, gell? Das da läuft. Ja. Das ist beim My Dirty Hobby oft so, dass am Ende was läuft. Ja, das war gut. Das war's. Also, das muss ich sagen. Das fand ich gut. Wir fangen an mit unserer Wiener zum Anbraten. Braten wir kurz an. Also im Endeffekt müsst ihr es nur anschwitzen, bis sie schön groß werden auf einer Seite, ein bisschen wenden. Denkt so 3 Minuten, dann haben wir es. Dann geht es mir auch gleich weiter mit den Essiggurken. Guckt euch die mal an, die sehen schon geil aus. Also die kann man jetzt eigentlich schon geil essen. Also weiß ihr mal abends nicht, wisst ihr, was ihr warmes essen wollt, einfach Wiener schneiden, warm machen, sind die wirklich sehr geil. Ich nehme jetzt aber das Brett mit, weil ich weiß, jetzt kugelt mir alles runter. Jetzt kommen unsere Dinge rein, Essiggurken. Und die werden jetzt auch warm gemacht, mit angerüstet. Und jetzt sieht der ganze Topf schon mal sehr interessant aus. Jetzt machen wir eine Kuhle. Circa 2 Minuten oder 3 Minuten später Essiggurken. Jetzt nehmen wir unser Tomatenmark und jetzt rüsten wir das einfach an. Das heißt, in Mitte legen und anrüsten lassen. Schmeckt immer sehr, sehr geil. Ihr findet gerüstetes Tomatenmark schon richtig cool. Schmieden wir mal ab, das Brot. Und genug angeröstet und jetzt verrühren. Das Ganze lassen wir jetzt noch mal ganz kurz warm werden. In der Zwischenzeit machen wir Soße. Ja, also ganz wichtig, weil wir machen ja eine eigene Soße dazu. Also nichts Schweres. Was kommt auf den Hotdog drauf? Meistens Ketchup und Senf. Manche machen Mayo drauf. Wir machen Ketchup, Senf, Mayo. Weil, mein Gott, die Hobby. Dann nehmen wir jetzt einfach das Ketchup. Genau, da ist Mayo wichtig. Das Ketchup jetzt rein. Wir hätten es auch gleich mit dazu schütten können. Hätten wir Schüssel gespart. Würzen wir das Ganze ein bisschen mit Salz und Pfeffer. Also zuerst mal Pfeffer und Salz. Und rühren es durch. Und dann wird einfach verrührt. Das war's. Brauchen wir auch gar nicht probieren. Ich meine, sind wir uns ehrlich. Salz, Pfeffer, Ketchup, Senf, Mayo, was willst du in der Farsch machen? Nichts. Das kommt nämlich jetzt so, wie es ist. Genauso rein in unseren Dutch Oven. Ja, das kommt alles da rein. Wir hätten es auch da drin mischen können. Hätten wir nicht, weil so macht es eine schöne Bindung. Dann sie durchrühren. Ihr könnt es jetzt schon essen. Jetzt eine Pommes dazu. Wäre schon geil. Aber jetzt wird es ja richtig gut. Hier hinten haben wir Nudeln. Die holen wir jetzt hierher. Und nehmen die mit dem Sieb raus und direkt frisch warm da rein.
Jetzt nehmen wir die Röstzwiebeln gleich dazu. Alle mit rein. Und so lange umrühren, bis die Hälfte der Nudeln neben dem Topf liegen und dass überall die Soße reinkommt. Und jetzt lassen wir das Ganze circa nur 2-3 Minuten einfach warm werden. Wir brauchen gar keinen Deckel drauf machen. Ich würde sagen, das war's. Und dann nehmen wir das Ganze schon runter. 2 Minuten später, guckt euch das an. Jetzt nehmen wir es runter. Jetzt ist schön warm, Nudeln wieder richtig warm. Und jetzt nehmen wir einfach der Dutch oben, stellen hier aufs Holzbrett. Und ich würde sagen, der Gordon kommt jetzt vor die Kamera und dann wird probiert. Falls ihr keinen Bock habt, jetzt zum Schmatzen zuzugucken, was ich nicht ganz verstehen kann, weil ich finde, ASMR hat schon was. Manche beschweren sich. Schaltet jetzt ab, jetzt wird's gegessen und ihr hört jetzt auch ab jetzt Kaugeräusche. My Dirty Hobby heißt diese Dutch Oven. Warum? Weil das ist unser Dirty Hobby. Was ist denn dein Dirty Hobby? Schreibt mal unten in die Kommentare rein, bin mal wirklich gespannt. Es darf alles rein, aber aufpassen, gewisse Sachen werden einfach gesperrt. Ich weiß, dass manche Menschen da draußen oder manche Männer haben ein Hobby, das macht man gern alleine, mit dem Handy in der Hand. Schöne Taschentücher nebendran. Los geht die Luzi. Und da ist der... Achso, du hast gar kein Mikro. Nee, ich rede lauter, aber ist ja auf der Seite. Hast du eine Gabel oder einen was? Löffel? Einen Löffel, da musst du schaufeln, da musst du richtig rein. Richtig schaufeln? Mhm, nimm einen Löffel, glaub mir. Sonst fällt es runter. Ich fühle einen Löffel. Hallo, okay. Erstmal. Also, nicht wundern, ein Mikro. Das ist gerade eine Reparatur. Genau. Oder, wollte ich sagen. Genau, ich kürze es ab, weil ich habe Hunger. Also, guten. Ja, Moment. Es riecht aber geil. Guten. Also. Dieses Rezept von meiner besseren Hälfte, die hat gesagt, also Dieses Rezept. Geil. Die hat gesagt, musst du unbedingt machen. Sie hat es gemacht. Ich habe es leider nicht gegessen, weil ich dann zum Essen eingeladen war. Mein Kollege hat es dann gegessen, mein Essen, und der war echt begeistert. Und ich bin jetzt genauso begeistert, weil das schmeckt. Geil. Mega. Und das finde ich schön hier am Dutch Oven. Ihr könnt alle Gerichte, was ihr ganz normal auf dem Grill macht, ohne Dutch Oven, einfach ummünzen in Dutch Oven Gerichte. Das geht mit allem. Das ist gerade egal. Und das ist halt so einfach und so geil und das schmeckt halt einfach mega. Ja? Es werden aber auch wieder andere Videos kommen, versprochen. Das ist halt so ein Ding zwischen Hotdog und Pasta. Wenn du dich nicht entscheiden kannst, was es gibt, dann mach Dirty Hobby, My Dirty Hobby aus dem Dutch Oven. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würden wir uns einfach freuen. Wenn du hier drüben nochmal guckst, irgendwie ist mit Sicherheit ein richtig cooles Dutch Oven Gericht für dich angezeigt. Schauen wir mal, was da ganz gut dazu passen würde. Wir bedanken uns fürs Zuschauen auf jeden Fall. Ganze Rezept hast du schon gesehen, mgbarbecue.de. Ich will das Video jetzt gar nicht in die Länge ziehen. Ich mache es trotzdem, weil ich will mich bei euch da draußen bedanken für euren Support. Und wir sehen uns wieder, und zwar, wenn es wieder heißt, am Dienstag, am Donnerstag und am Sonntag, MG Barbecue. Du pickst mir doch nichts aus. Das war ganz komisch jetzt gerade. Ich habe jetzt den ganzen Satz durcheinander gebracht. Hab's aber noch hingekriegt. Mhm. Ich musste aber nah zu dir hin. Ja, weil ich habe lauter geredet heute. Ja? Mhm. Ich hab, Marc, du hast mir angeschrieben. Ich bin mir sicher.